Dann verabschieden wir uns mal von ihm und ziehen gleich weiter Richtung Süden durch das Pota durch. Die werden sich auch wundern, warum wir dann wieder ankommen, ein paar von denen zusammenschlagen, weggehen, dann irgendwann nochmal durch deren Stadt durchreisen, ohne irgendwas zu machen, um dann ein paar Tage später wiederzukommen. Das ist, ja. Mürrum noch einmal jagen, bitte. Kann was Essbares erlegen. Und ihr Hungerbalken hat sich immer noch nicht verändert. Und ist bei allen dunkel. Aber ich denke, wir werden jetzt irgendwie da was rumschieben müssen, sonst wird das nichts. Das Kettenhemd wird sehr viel wiegen. Hat irgendjemand auch nur annähernd Platz? Vielleicht, wenn wir was Schweres gegen das Kettenhemd tauschen, kommt das dann hin? Nö. Ah, das ist echt viel zu knapp. Okay, machen wir es so. Du tauschst jetzt was Leichtes gegen was Schweres von ihr. Jetzt hat sie noch mehr Platz. Sie kann aber auch noch, also wieder was Leichtes von Talana gegen was Schweres von Mürrim. Und jetzt müsste das Kettenhemd auch hinpassen. Na also. Und das alles nur, um eine Ration hin und her zu schieben. Mann, Mann, Mann. So, Kräutersuchung waren wir schon? Ja, waren wir schon. Aber Wache haben wir bestimmt noch keine aufgestellt. Quinden, Gerugon, Tirik. Und schlafen. Keine Orks, sehr schön. Hallo, leeres Wachhaus. Hallo, leeres Bordell. Und weiter nach Warnheim. In Warnheim war, glaube ich, der Kräuterhändler, der Krämer und der Waffenhändler. Oder es war ein Dorf weiter. Müssen wir gleich mal gucken. Zwei Dornstängel, ein Gulmonblatt und zwei Tanelen. Hast du überhaupt genug Platz für neues Zeug? Nein, hast du nicht. So, das Körperkraftelixier kann auch noch weg. Jetzt hat sie wenigstens ein bisschen Platz für neue Kräuter. Jagen machen wir auch gleich wieder. Kein Wasser, kann was Essbares erlegen. Vier Rationen. Talana ist überladen. Nee. So, wieder was Leichtes gegen was Schweres getauscht. Nee, komm, das lassen wir jetzt. Wenn wir unterwegs so überfallen werden, dann müssen halt die Elfen zaubern. Oder wir machen das nur mit Nahkampf, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also, Wachen aufstellen. Und hoffen, dass wir nächsten Tag in der Stadt ankommen, um endlich unsere ganze Beute loszuwerden. Der Jäger, den grüßen wir nur. Denn das Einzige, was er zu sagen hat, ist, dass in das Pota Piraten leben. Und das wissen wir schon. Wir laufen schließlich mit deren Schatz herum. So, drei Händler, das ist sehr schön. Das war der Kräuterhändler, das war der Krämer und das war der Waffenhändler. Andersrum. Er will seine Ruhe. Ja, die soll er auch ruhig haben. Ich wollte eigentlich ein Haus weiter. Da wären wir wieder für Runia. Wir haben ganz viel neues Zeug dabei. Mögen die Götter euch belohnen und ihr führt ein erstklassiges Geschäft und wir haben ganz viel Kram. Oh, wir müssen unbedingt noch zum Krämer wegen dem Goldschmuck. Du hast immer noch dein Schwert, ein Ersatzschwert, der Schneidzahn kann weg, das Entermesser kann weg. Du hast deine Orknase, die Ersatzorknase und den Kukris Mengbilar. Der ist 30 Dukaten wert. Ich wäre fast versucht, den Gwendolin zu geben. Ich weiß nicht, ob der durchgehend vergiftet ist. Das wäre schon sehr praktisch. Ja, ich glaube, den behalten wir erstmal. Ein Kettenhemd. Das haben wir auch über, richtig? Er hat eins an. Er hat eins an. Ja, das ist über. Ah, sind jetzt alle Sachen wieder unausgewählt? Ja, ach, Krummel. Also, den nochmal. Gwendolyn hatte, glaube ich, nichts, richtig. Mürrim, das Kettenhemd, 75 Dukaten. Das ist ordentlich. Wir haben nur noch drei Pfeile. Definitiv neue kaufen. Das behalten wir.
Ein Rapier ist ihre Hauptwaffe. Die behalten wir auf jeden Fall. Hier haben wir ein Rapier. Könnten wir als Ersatzwaffe für Yallan benutzen. Aber ihre Ersatzwaffe eigentlich ist die Magie. Sonst hat sie ja ihren Bogen. Also kann weg. Das Lederzeug ist, ja, glaube ich, auch über. Sonst gehen wir halt gleich nochmal verkaufen. Und die Orknase war auch über. So. 94 Dukaten. Da probieren wir mal 30 rauszuhandeln. Mit Gwendolyn. Hier habt ihr das Geld. Sehr schön. 1415 Dukaten. Wir sind sowas von reich. Also, ich wollte Lederzeug gucken. Das Lederzeug kann sie gar nicht tragen, richtig? Kann nicht benutzt werden. Okay, das kann also auch weg. Du wechselst bitte. So. Die Schlafrolle gehört unten rechts hin. Das werden wir gleich schön zu Ende aufräumen. Noch zum Krämer gehen. Einmal hier das Lederzeug verkaufen. Das war da. 3 Dukaten. Da wird nicht gefeilscht. So, hier wieder raus. Da wieder rein. Und vorher auch wieder schöne Worte da lassen. Wir entbieten euch unseren Gruß. Mögen euch die Götter in ihrer Gnade baden. Verkaufen. Einmal Goldschmuck, 10 Dukaten. Rest bleibt hier. In Schlüssel. Das Amulett bleibt auf jeden Fall hier, auch wenn es komischerweise nur 5 Dukaten wert ist. Bei magischen Sachen sollte das eigentlich ein wenig höher sein. Nochmal Goldschmuck. Und ich sehe gerade, da ist noch ein Helm über. Den können wir gleich mal wegwerfen. Oder noch mal kurz im Schmied huschen, denn ich habe vergessen, die Pfeile zu kaufen. Sonst ist hier nichts. Hier auch nicht. Nö, schaut soweit gut aus. 20 Dukaten, versuchen wir 30 rauszuhandeln. Hat auch soweit geklappt. Noch mehr Dukaten. Bald kann Tirik wirklich drin schwimmen, also sprichwörtlich. So, wir haben da noch einen Helm. Bei wem auch immer das war. Bei Tirik. 3 Dukaten. Nee, komm, da falsch bin ich. Dann würden wir noch gerne was kaufen. Und zwar 60 Pfeile. Kostet 4 Dukaten. Falschen wir auch nicht. So, das hätten wir erledigt. Jetzt geht das Um- und Aussortieren los. 30 Pfeile an dich. 30 Pfeile an dich. So, ich hätte gerne alle Kräuter bei Yallan. Dann werden wir wahrscheinlich die Schaufel wegtun müssen. Schon haben wir keinen Platz für neue Kräuter, aber eventuell kann man ja ein bisschen was zusammenschieben, wie hier gerade. Hier haben wir noch Schurikknollen, die hat sie nicht. Zaubertrank sollte sie eigentlich behalten. Der starke Heiltrank. Dann nehmen wir mal die Runkerwurzel, kommt auch noch dahin. Was ist denn das? Ein Kairanhalm. Sieht so aus, als würde er nur in der Nähe von Flüssen oder Tümpeln wachsen. Aber ich habe leider keine Ahnung, was der macht. Ein Bären. Ja, hat sie nicht mal mehr Platz für. Das heißt, sie könnte keine Einbeeren finden. Das wäre nicht so gut. Da müssen wir doch kurz mal die Harfe gegentauschen. So, Musikinstrumente der Elfen sind jetzt erst einmal Mürren. Den Dolch. Den geben wir mal vorerst nicht Gwendolyn, denn sie hat keinen Platz mehr. Oder kein Gewichtslimit mehr. Ja, 10 Körperkraft ist wirklich wenig. Vor allem für eine Nahkämpferin. Geben wir ein bisschen Ration ab an Tirik. Hier haben wir noch eine Alraune, die gehört auch zu Yallan. Hat sie auch schon welche von? Schön, schön. Ein Belmar-Blatt. Was machen wir damit? Wir können die Decke wegtun. Aber ich will nicht unbedingt eine Magiekundigen ihre Decke klauen. Das könnte übel enden. Machen wir das anders. Wir tauschen das jetzt gegen Sachen, die wir
nicht unbedingt häufig benutzen. Zum Beispiel den eitrigen Krötelnschemel. Ich bin ja nicht so der Fan von Gift, also können die Giftpflanzen ruhig zu einem anderen Charakter. Die müssen wir nicht unbedingt neu finden. So, ein Slot haben wir jetzt noch frei. Das wird wahrscheinlich gar nicht zusammenpassen. Oder wie viel können in einen Stack? Doch, passt alles. Sehr schön. So, also ein Platz lassen wir für neues Kraut frei, damit wir auch mal was Neues entdecken können. Eigentlich hätte ich gerne lieber zwei oder drei frei, aber es ist alles wichtig. Trinken ist wichtig, Essen ist wichtig, eine Decke zum Schlafen ist wichtig und eine Ersatzwaffe ist genauso wichtig. Zaubertrank auch, falls etwas schief geht. Also wird das erstmal so bleiben müssen. So, Schreibzeug. Für einen Magier auch sehr wichtig. Die Hacke nicht unbedingt. Hat sie Gewicht über? Ja, hat sie. Das heißt, wir schieben jetzt ein bisschen was zu Talana, damit wir später gar nicht erst auf die Idee kommen, Sachen zu Talana zu geben. Da wir von vornherein wissen, sie ist an ihrem Maximum. So, das heißt, wir nehmen jetzt einfach von Gwendolyn ein paar Sachen und schieben die rüber. Zu allem Zaubertränke gehören eher in Talanas Repertoire. So, sie hat jetzt noch 101 Unze frei. Probieren wir mal das Brecheisen. Das wiegt fast gar nichts. Hä? Habe ich mich jetzt verguckt? Na gut, dann das Seil. Das passt auch noch. Sie hat jetzt noch 56 Unzen. Das heißt, wir nehmen jetzt irgendetwas etwas Schwereres und tauschen das gegen was Leichtes bei Talana. Zum Beispiel, ein Angelhaken wiegt nichts. Okay, ist ein schlechtes Beispiel. Den Zaubertrank hier zum Beispiel. Gegen zwei Schurikenknollen. Ja, schon ein bisschen mehr. Und ja, das ist ein kleiner Balanceakt. Aber den habe ich lieber jetzt als später nochmal. So, und dich gegen das. Auch noch ein bisschen mehr. Was haben wir hier eigentlich noch Leichtes? Ich denke mal die Kletterhaken. Obwohl, 18 Stück davon. Nimm mal die Schaufel. Gegen Kletterhaken. Nee, das ist jetzt weniger. Und jetzt tauschst du die Kletterhaken gegen einen Heiltrank. Nee, das geht schon mal nicht. Okay, dann Kletterhaken gegen Körperkraftselixier. Oh, das hat geklappt. Ah, jetzt ist er überladen. Also so rum kann man anscheinend tauschen und kann das Gewichtslimit übergehen. Also wenn ich erst hier was anklicke und dann mal jemand anderen. Gut zu wissen. Hilft uns jetzt aber nicht so wirklich. So, 20. Also muss ich einfach nur zwei Tränke abgeben und dann müsste sie genau auf 1100 sein. Am besten geben wir den Trank auch noch jemandem, der Astralenergie hat. So. 1100 und sie ist genau auf 3. Gegenstand wegwerfen, 1. Also eigentlich können wir Gegenstand... Warte. Gegenstand wegwerfen. 11. Wir brauchen nur 6 Stück davon. So. Also können wir bitte schön die Tränke wieder zurücknehmen. Und ja, das wird noch wahrscheinlich die ganze Folge so weitergehen. Die Folge dauert eh nicht mehr lang. So. Also, Talana ist jetzt offiziell bis an ihr Limit fast voll gestopft. Wen nehmen wir jetzt als nächstes? Yallin darf eh nicht überladen werden, weil sie die ganzen Kräuter hat und sie ist auch an ihrem Limit. Dann nehmen wir doch Myrm gleich auch noch ans Limit, dann haben wir die Fernkämpfer alle schon mal abgedeckt. Das heißt, wir denken erst gar nicht dran, den Fernkämpfer irgendwelche Beute in die Hand zu drücken. So, sie hat noch 123. Das ist ordentlich, also kann sie ruhig was Schwereres nehmen. Nimm mal die 20 Wirselkräuter. Oh, hat Yallin Wirselkräuter? Nein, hat sie nicht. Das wird jetzt nicht passen. Wie viel wiegen 20 Wirselkräuter? Oh doch, die wiegen nur eine Unze das Stück. Sehr schön. So, Myrm hat immer noch Platz. Was können wir da mal so reintun? Gwendolyn ist fast leer und trotzdem fast überladen. Nicht so toll. Das Dokument hier wiegt bestimmt nicht allzu viel. 5 Unzen. Ah, okay. Das auch noch. Komm schon, irgendwas Schweres. Wiegt das Amulett viel? 10. Oh, die Magieresistenz hat sich gerade verändert, obwohl das Amulett nur im Inventar lag.
Ja, hat es. Sehr schön. Man muss das gar nicht tragen. Oh, was machen wir da? Wem geben wir das? Ich bin ja versucht, es mir in Anführungszeichen zu geben. Aber Gerugon ist nicht wirklich wichtig. Also geben wir das Matalana. So, Magieresistenz 12. Da dürfte nichts durchkommen. Denn sie ist wirklich mit am wichtigsten in der Gruppe. Falls mal irgendwas schief geht, hat ihre Astralenergie die Macht, das Ruder rumzureißen. Deswegen könnten wir eigentlich den Magieresistenztrank Ring auch in die Hand geben. Dann müssten wir halt im Notfall kurz wechseln. Ich glaube, das mache ich mal. So, Kletterhaken kommen hier hin. So. Seid jetzt 12? 14. Sehr schöne Sache. Da dürfte nichts mehr durchkommen. Ah, das hat sich wirklich gelohnt, das Rumsortieren. Ist zwar ein wenig langweilig vielleicht, aber es hilft unserer Gruppe ungemein und macht unsere nächsten Beutezüge ein wenig flüssiger. So, er hat noch 200 Unzen, er hat nur 100 Unzen, was echt albern ist. Den Mangbila können wir Quenlin geben. Und die ganzen anderen Sachen geben wir jetzt mal auch alle Quenlin. In der Hoffnung, dass sie an ihr Limit rankommt und dann auch als potenzieller Beuteträger ausfällt. Und ja, das ist was Gutes. Willst du nicht Tirix Axt tragen? Die wiegt so viel. Ja, das schaut doch gut aus. Ein Trank noch oder ein Schlüssel? Jo, also Quenlin ist auch an ihrem Limit. Das heißt, die einzigen beiden Lootträger, die wir haben, sind Gerugon, der noch 250 tragen kann. Und Tirix, der auch knapp 250 tragen kann. Das ist nicht wirklich viel für eine komplette Gruppe. Wir könnten echt einen gewissen Streuner gebrauchen, der mit dem Jüngling durchgebrannt ist. Aber das können wir nicht mehr ändern. Vielleicht finden wir ja noch einen NPC. So, jetzt wollen wir aber zu einem Tempel und erstmal abspeichern, da wir so schön viel geschafft haben in dieser Folge. Speichern. LP 50. Und wir sehen uns gleich wieder.